Verantwortungsbewusstsein. Tätigkeiten, bei denen Menschen zu Schaden kommen könnten, müssen besonders verantwortungsbewusst durchgeführt werden. Sollten dabei Fehler passieren, könnten diese schwerwiegende Folgen haben. In manchen Berufen ist darum ein hohes Verantwortungsbewusstsein Voraussetzung. Steckdose nicht hin, NUP. Wenn es darum geht, dass ein Gebäude keine Gefahren für seine Benutzerinnen und Benutzer bringt, dann müssen wir von hier die Leitung da raus und über auf die Abzweckdose und nachher dann mit diesen zwei Rohren verbinden. Wenn es um Fahrzeuge geht, die uns befördern, um die Sicherheit im Straßenverkehr oder um den Umgang mit Strom, dann ist höchste Konzentration und Sorgfalt notwendig. Speziell gilt das für Berufe, in denen Gesundheit oder Krankheit von Menschen im Mittelpunkt stehen. Das ist ein Wert von 131 auf 79 mit einem Puls von 57. Ich sehe, Sie haben hier noch ein Büchlein. Dann würde ich Ihnen die Werte aufschreiben. Ja, das ist gut. Heute ist das 7. Für Berufsleute, die solche Tätigkeiten ausführen, ist das Wissen um Gefahren und ihre Vermeidung unverzichtbar, damit wir alle Vertrauen in ihre Arbeit haben können. Und du? Vielleicht hast du schon mal im Turnunterricht bei einer speziellen Geräteübung erlebt, was Verantwortungsbewusstsein bedeutet. Bereits die Geräte müssen so eingerichtet werden, dass kein Unfall passieren kann. Musstest du schon einmal eine Leiter sichern, während jemand hinaufgestiegen ist? Passt du ab und zu auf deine kleine Schwester, deinen Bruder oder auf Nachbarskinder auf? In all diesen Fällen traut man dir ein hohes Verantwortungsbewusstsein zu.